Ja, liebe Freunde, ich will über die Stille reden. Und zwar war ich jetzt 3 Wochen in Kries und habe dort die Stille genossen. Und Kries ist ein Haus, wo man sich zurückzieht, wo man meditiert, wo man schweigt und wo man so aufs Wesentliche sich beziehen kann. Und wenn man so intensiv schweigt, dann nimmt man auch die erste Zeit die eigenen Unruhe sehr, sehr stark wahr. Das können negative Emotionen sein, das können sogar körperliche Beschwerden sein, das können Gedanken sein, das können auch mal positive Gefühle sein. Da kocht sozusagen man erstmal so im eigenen Saft schön hoch und dann kann ein Klärungsprozess eintreten. Aber was auch schon ganz am Anfang da ist, wenn ich dort längere Zeit bin, ich fahre ja dort seit 86 hin, meist 10 Tage, manchmal auch 30 Tage oder wie diesmal 20 Tage. Sie merken, wie wir durch die Überflutung in unserer Gesellschaft eigentlich gar nicht ganz klar, ganz rein wahrnehmenden Sinn und wie die Sinne jeden Tag klarer werden, wie wir nicht nur unsere eigenen Gedanken oder Unruhe wahrnehmen, sondern wie wir auch im Außen die Blumen klarer wahrnehmen, das Zwitschern der Vögel klarer wahrnehmen, die Düfte klarer wahrnehmen, wie die Genussfähigkeit auch beim Essen immer besser wird. Man braucht immer weniger Sinnesreize, um sozusagen ein immer angenehmeres Esserlebnis zu haben. Und das ermöglicht uns das Schweigen und die Stille. Ich glaube, dass viele Menschen manchmal in der Kunst, in der Musik zum Beispiel so ein Erlebnis haben. Ich bin selber ja gar nicht musikalisch und ich war vor Jahren einmal in Leipzig. Ich hatte eine stressige Zeit, ein Seminar nach dem anderen. Es war in meiner hektischsten Zeit. Und dann habe ich gedacht, naja, vielleicht wäre es gut, wenn ich einmal auch das berühmte Gewandhausorchester höre. Und dann habe ich mir Kartenbesuch besorgt. Ich bin in dieses Orchester gegangen. Und es war wirklich ergreifend. Es war die tiefste Musikerfahrung, die ich jemals gemacht habe. Und da hat man gemerkt, dass Qualität eben auch von einem Laien wahrnehmbar ist. Und das Ganze hat seine Steigung erfahren, als am Ende des Stückes die Musik verstummte und Stille im Raum war. Und erst nach dieser Stille haben die Menschen geklatscht und in dieser Stille hat die Musik ganz intensiv nachklingen können. Celibidache, der berühmte Dirigent, der hat einmal gesagt, das Wichtigste an der Musik ist die Stille zwischen den Tönen. Oder das Wesentliche an der Musik ist die Stille zwischen den Tönen. Und die Stille hinter oder zwischen den Tönen ist das, was manche Menschen eben in diesen Momenten wahrnehmen. Ein Mensch, der ganz aus dieser Stille kam und in diese Stille hineingewirkt hat, war mein Lehrer Franz Jalitsch. Der hat dieses Haus Kries gegründet und hat dort einen bestimmten Meditationsweg gelehrt, wo die Natur und das Schweigen eben auch eine ganz, ganz große Rolle gespielt hat. Und wenn, wie ich schon vorher andeutete, Sie fahren dahin. Wie ich das erste Mal ihn kennengelernt habe, das war 86 und dort bin ich hingefahren. Ich war gerade in einer ganz großen Krise. Ich war aus dem Kloster ausgetreten. Ich wusste nicht, wo mein Weg lang geht, wie es überhaupt weitergeht, was ich will. Und ja, und die Dinge tobten förmlich in mir. Und dann hat man dort meditiert, man hat geschwiegen und einmal am Tag ist man zum Franz
gegangen, der ganz oben unter Dach in einem ganz einfachen Zimmer gewohnt hat, eine Bettdecke, ein paar Bücher und sonst war da nichts, nur er, und man hat dann mit ihm gesprochen und hat das, was in einem vorgeht, ihm mitgeteilt. Es war wirklich ein Mitteil, weil er ganz wach, ganz klar, ganz aufmerksam, 100% zugehört hat. Und er hat in der Regel nicht viel gesagt, außer danach weitermachen, und hat einen dann wieder seinen Weg gehen lassen. Aber dieses ganz wache, 100%ige Hören, das aus der Meditation kam, diese Ausrichtung, die er in der Meditation auf die Realität, auf Gott gelebt und gesucht hat, die hat er dort auch praktiziert mit den Menschen. Und das haben die Menschen wahrgenommen und deshalb war er ein so guter Begleiter in diesen Exerzitien. Ich selber hatte mal die Erfahrung, ich hatte einen Schüler und der hatte Probleme mit den Eltern, mit seinen Geschwistern, mit den Lehrern, mit einigen Kameraden. Nur mit mir hatte er zu dieser Zeit, wie er am Anfang kam, keine Probleme. Und wie es ihm besser ging, dann habe ich ihn mal gefragt, was denn bei mir anders war. Und dann hat er gesagt, du bist da. Und dieses Dasein ist das, was ich allen Menschen wünsche. Nicht nur, weil sie dann bessere Gesprächspartner sind, weil sie dann liebesfähiger sind, weil sie dann genussfähiger sind, sondern weil sie auch sich selber überhaupt erst damit als ein eigenes Ich wahrnehmen. Denn im Dasein können sind wir Hörende. Wir hören auf das, was Buber das große Du nennt. Und er sagt einmal, am Du werden wir zum Ich. Und ich wünsche jedem von Ihnen, dass Sie so ein Ich werden, dass Sie immer mehr Sie selber sind und sich selber als das ganz große Geschenk erfahren dürfen und können, dass das Dasein uns macht. Und auf diesem Weg zu diesem Ich Ihnen alles, alles Gute. Und ich hoffe, wir sprechen und wir sehen uns bald wieder.